momentan häuft sich ja Lebensmittelskandal an Lebensmittelskandal. Momentan Giftpilze im Futtermittel von Kühen und Rindern. Ja, und das ist für mich ein Anlass, um euch mal zu zeigen, wie Aflatoxin, das Gift, was momentan in eurer Milch vorhanden ist, auf unseren Körper wirkt. Hier haben wir Aflatoxin und hier haben wir Milch, was jetzt mal unser menschliches Blut darstellen soll. Ja, und dann testen wir doch mal, wie das aufeinander reagiert. Zuerst nehme ich dafür diese handelsübliche Milch und kippe sie dafür in dieses Glas rein. Ja, das hier soll eigentlich Milch sein. Irgendwie ist die aber ein bisschen klumpig und gelb. Okay, also normal ist menschliches Blut nicht so klumpig und normal ist auch Milch nicht so klumpig. Das ist jetzt kein Witz hier. Sieht man das überhaupt? Eigentlich müsste schon ohne Milch rauskommen, aber es kommt nichts und werden dann nur solche Klumpen. Ich hole mal eben die Kamera ran. Also das ist nicht wirklich mehr Milch. Das ist schon irgendwas anderes. Das ist richtig eklig. Hier sieht man auch schon diese Körner da drin. Diese Klümpchen. Und hier nochmal, wie das da rauskommt, wenn was rauskommt. Also ich schwör's euch, die Milch, die war ganz frisch und frisch verschlossen. Ich schau mal eben aufs Haltbarkeitsdatum, dass das sonst hergestellt wurde. Oder? 9.3. Na, wir haben jetzt den 5.3. Das müsste eigentlich noch haltbar sein. Ja, das ist echt das Haltbarkeitsdatum. Der 9.3. Ich habe die Milch vor ein, zwei Tagen erst gekauft. Ich glaube, vorgestern war das. Bis zum 9.3. haltbar ist ja schon wenig. Und die ist total verklumpt. Und hier steht noch, sieht man das? Länger haltbar. Ja, das klappt ja. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt durch das Gift passiert ist, was ich euch eigentlich hier zeigen wollte. Aber auf jeden Fall ist das ziemlich eklig. Ja, ich werde dann mal den nächsten Lebensmittelskandal ausrufen und das einfach mal so weitergeben an die Verbraucherzentrale, an den Hersteller und mal gucken, was die mir sagen, was das für Gründe haben kann. Der Versuch ist dann auf jeden Fall beendet. Ja, tut mir leid, ne?